Scheinbar war der Dämon eine Lüge. Aber das erfahren wir in Teil 4. Götter und Menschen von Let's Play Fire Emblem 10 Radiant Dawn. Oh, es leben doch noch genug Leute. Sehr gut. Ich frage mich, wer jetzt alles in Mitleidenschaft gezogen wurde durch das Eingreifen der Göttin. Soweit ich sehen und der Jugger hören kann, sind wir die Einzigen, die noch übrig sind. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Rätselhaft. Ich vermute, dass nur die Stärksten von uns nicht in Statuen verwandelt wurden. Und die im Luftschutzbunker. Alle, die mit uns im Gebäude waren, sind unversehrt. Aber alle anderen sind zu Stein geworden. Toll. Da sind ja ein paar Fleischklopse mehr übrig, als ich gedacht hatte. Ach so, das ist Mikaya. Das ist toll. Vielleicht haben wir so eine Chance gegen sie. Mikaya, geht es dir gut? Ich bin nicht Mikaya. Wie oft muss ich das noch wiederholen, bis du das in deinen Schädel bekommst? Aber wenn du nicht Mikaya bist, wer dann? Ihr böser Zwillingsbruder. Hm. Ich bin Yune. Schön, dich zu treffen. Was zum... Okay, dieser Vogel hat doch eine größere Bewandtnis, als ich gedacht habe, außer ihn mal zum Mittag runterzuschlucken. Yune? Was? Hast du mit Mikaya gemacht? Mikaya ist jetzt bei mir. Sie weiß, dass ihr die Versteinerten niemals ohne mich retten könnt. Also hat sie mir ihren Körper gegeben und jetzt kann ich mit euch reden. Und du kannst mir deinen Körper geben? Na gut, ich möchte dich eines fragen, Yune. Wenn du keinen eigenen Körper hast, was für eine Kreatur bist du dann? Ich habe lange, lange Zeit in dem Medaillon geschlafen. So lange, das kann sich von euch gar keiner vorstellen. Aber das Galdra hat mich aufgeweckt. In Lerans Medaillon? Seid ihr etwa der dunkle Gott, der darin eingeschlossen war? Der dunkle Gott. Also, ich bin sicher, dass ich das nicht bin. Ich bin weder heilig noch irdisch, weder Dämon noch Geist. Ich bin Freiheit, Chaos, Wandel, Zukunft, Mysterium. Ich bin Yune. Es ist mir egal, wie ihr heißt. Wart ihr es, die alle in Stein verwandelt hat? Nein, das war ich nicht. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich bin gerade aufgewacht, daher habe ich solche Kräfte noch gar nicht. Was ihr gesehen habt, war Asheras Tun. Sie hat über diese Welt gerichtet. Unsinn! Die heilige Aschere will uns niemals Schaden zufügen. Sie beschützt uns zu jeder Zeit und führt uns auf den richtigen Pfad. Du hast alles verdreht, kleiner Frischling, Fleischling. Aschera betrachtet die Wesen auf dieser Welt nicht mit Güte und Liebe. Noch ist sie heilig oder irdisch, Geist oder Dämon. Sie ist Einschränkung, Ordnung, Stabilität, Vergangenheit, Sicherheit, Zurückhaltung. Sie ist Aschera. Ich verstehe nicht ganz. Wieso sollte Göttin Aschera versuchen, uns zu zerstören? Wenn uns irgendjemand zerstören will, solltet ihr das nicht sein. Der dunkle Gott, der in die Medaillon eingeschlossen war. Du hast wieder dunkler Gott gesagt. Wie wäre es, wenn ich dich dummer Organsack nenne? Mit dir will ich nicht mehr reden. Und im Übrigen bin ich weiblich. Hä? Woran sieht man das? Sophie, erklär's mir. Stattdessen rede ich mit dir. Ja, ich will lieber mit dir reden. Mit mir? Aschera hat mich schon immer gehasst, aber ich mag sie. Du hast etwas von ihr in dir, also spreche ich mit dir. Oh, na gut, also, und du bist also Yune? Ja, ich bin Yune. Aschera ist Ordnung, ich bin Chaos. Wir sind Schwestern, aber in jeder Hinsicht gegensätzlich. Und doch sind wir miteinander verbunden. Wenn ich schlafe, schläft Aschera. Wenn ich wach, bin ich wach, ist Aschera wach. Oh, dann seid ihr eine Göttin? Aber es tut mir so leid. Bitte vergib mir meine Anmaßung. Ich habe mit euch gesprochen, als wäret ihr ein kleines Kind. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Sprich so mit mir, wie du es für richtig hältst. Die Förmlichkeiten können wir uns sparen. Naja, in Ordnung. Wenn du darauf bestehst, also warst du in den Medaillon eingesperrt und jetzt bist du im Körper von Mikaya? So ist es. Und die Göttin Aschera war diejenige, die alle Beorg und Laguz versteinert hat? Oh, und du sagst uns nun, wie wir sie retten können? Ah, jetzt hab ich's. Du hast immer zu mir gesagt, wecke mich mit dem Galdra der Befreiung, nicht mit dem Chaos des Krieges. Ja, genau so war's. Ich bin froh, dass du mich verstanden hast. Du bist ganz schön klug. Nein, sie hat gute Ohren! Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich mit diesen Worten all dies hätte aufhalten können. Wie meinst du das? Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, also erkläre ich es ganz schnell. Vor langer, langer Zeit gaben eure Vorfahren Aschera ein Versprechen. Sie versprachen ihr, dass zwischen den Völkern für mindestens 1000 Jahre kein Krieg ausbrechen würde. Wenn sie sich nicht dran hielten, würde Aschera die Welt zerstören und es mit einer neuen noch einmal versuchen.
Ja, ich hätte irgendwie was von 10 Jahren gesprochen und nicht von 1000. Obwohl, die wollten eigentlich wahrscheinlich nur ihre eigene Haut retten und sagen, oh, 1000 Jahre, da leben wir nicht mehr. Das ist so scheißegal, ob die Welt kaputt geht oder nicht. Und obwohl ihr es verspracht, habt ihr Kochenbeutel, was? Achso, Knochenbeutel, euch immer weiter bekämpft. Irgendwann schließlich verbreiteten sich Krieg und Konflikte über die ganze Welt. Als Ashera erwachte, richtete sie über jene, die ihr Versprechen nicht eingehalten hatten. Ich verstehe immer noch nicht. Es ist nicht ganz egal, ob ihr von dem Galdra oder vom Chaos des Krieges aufgeweckt wurdet. Wie genau wollt ihr denn Ashera davon abhalten, über alle zu richten? Mit dir spreche ich nicht. Ah, bei allen! Hört ihr endlich mal auf, euch wie ein Kleinkind zu benehmen! Bitte vergib meinem Bruder Yone. Wir wollen die Leute retten, die versteinert wurden. Du musst uns erklären, wie wir das tun können. Es war nicht egal, dass wir dich mit dem Galdra der Befreiung aufweckten, stimmt's? Erst einmal müsst ihr eines verstehen. Mein Erwecken ist aufgrund der Verbindung zwischen Ashera und mir dasselbe, als ob ihr sie weckt. Wegen der E-Mail-Verbindung zwischen euch beiden. Wäre Ashera aber vom Chaos des Krieges erweckt worden, dann würde keiner von uns mehr hier stehen. Das Versprechen sah in diesem Fall vor, dass sie sofort die Welt zerstören würde, ohne Zögern, ohne Diskussion. Würde sie aber von Galdra der Befreiung geweckt, dann sollte sie sich zuerst mit mir beratschlagen. Sie sollte nicht einfach so über die Welt richten, ohne erst mit mir zu sprechen. Ashera hat einfach alle in Stein verwandelt, ohne mich vorher zu fragen. Das ist so ungerecht. Ich werde es ihr schon zeigen. Ich verwandle sie alle irgendwie zurück. Doch das Problem ist, dass ich das nicht allein tun kann. Ich brauche eure Hilfe. Werdet ihr mir helfen? Natürlich helfen wir. Es ist komisch, aber ich vertraue dir, Yone. Und alles, was wir wollen, ist, die Leute wieder zurückzuverwandeln. Ja, wir tun alles, was getan werden muss. Das werden wir. Wir werden nicht zulassen, dass sich uns etwas entgegenstellt. Wir werden kämpfen. Es ist alles so verwirrend. Aber wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Welt zu retten. Um ehrlich zu sein, ich habe mein ganzes Leben lang die Lehre verbreitet, dass Göttin Ashera über uns wacht und uns beschützt. Das alles ist ein bisschen schwer zu verdauen. Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr könnt sie auch einfach die Welt zerstören lassen. Nein, ich werde alles Nötige tun, um all jene zu retten, die in Stein verwandelt wurden. Ich werde euch zusammen mit den anderen helfen. Ihr sagt also, wir sollen uns jetzt alle wieder lieb haben und zusammenarbeiten? Alles Geschehene einfach vergessen? Sophie, öffne deine Augen und sieh dich um. So viele sind nicht nötig, um das Problem zu lösen. Ohne dir schaffen wir es nicht. Nebenbei bemerkt finde ich schon, dass wir bei der Rettung der Welt auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Commander, du hast recht. Dies alles ist das Ergebnis unseres Krieges. Es gibt wohl keinen Grund mehr, sich an einer Seite festzuhalten. Aber zuerst müssen wir alle entsteinern und... ehrlich gesagt bin ich ziemlich erleichtert. Jetzt muss ich nicht befürchten, irgendwann wieder gegen dich kämpfen zu müssen. Dem sah ich auch nicht unbedingt mit Enthusiasmus entgegen. Dann ist es ja geklärt. Wie fangen wir am besten an? Oh ja, ich weiß. Wir teilen die Armee in 3 Gruppen auf. Nein, warum? Gemeinsam sind wir stärker und so. Ich bin mir recht sicher, dass Ashera merken wird, was wir vorhaben. Keine schlechte Idee, sich aufzuteilen. Das vergrößert die Chance, dass wenigstens eine Gruppe durchkommt. Wir müssen uns beeilen. Ich kann spüren, wie sich Asheras Macht weiter aufbaut. Wenn sie uns auch in Stein verwandelt, dann ist es vorbei. Na gut, Leute, jetzt geht es an uns. Ist es an uns. Wie heißt du? Ich bin Ike. Na gut, Ike. Du wirst mich nie wieder eine dunkle Gottheit nennen, habe ich recht? Wenn es euch nicht gefällt, dann nicht. Darf ich euch Yone nennen? Das mag ich. Dann muss ich dir wohl vergeben. Oh, ich weiß. Als Zeichen meiner Vergebung werde ich dafür sorgen, dass du sicher an dein Ziel kommst. Das kann ich zwar nicht für alle machen, weil es mich ziemlich müde macht, aber halte still und schließ deine Augen. Ich bin bereit. Verliere ich jetzt endlich meine Jungfräulichkeit? Oh, ich kann es gar nicht glauben. Ich spüre es schon, wie es in mich eindringt. Sophie, bist du das etwa? Gut, dass Mikaya gerade nicht in ihrem Körper steckt. Sie würde sowas von aus der Haut fahren. Moment, ist sie das nicht gerade schon? Nein. Oh, Senpai, du siehst so viel mächtiger aus. Hab ich gerade wieder eine E-Mail gekriegt? Wegen der Eltern und der Kinderkommission? Wegen der... Wisst schon, der Thematik. Der mächtige Ike ist mächtiger geworden, weil er jetzt eine Mega-Man-Rüstung anhat. Und wahnsinnig viele Werte dazu bekommt. Aber seine Resistenz ist trotzdem immer fast noch auf Grundschulniveau. Wie fühlst du dich? Stark. Als könnte ich es mit jedem aufnehmen. Na, jedem, der noch auf der unteren Stufe ist. Wow, also für jemanden, der sterben kann, bist du ziemlich zuversichtlich. Schauen wir mal, du bist in dieser Gruppe.
Ich gehe mit euch. Ich werde nicht von eurer, Mikayas Seite weichen. Gut, Mikaya sagt, dass sie das auch so möchte. Verdammt, sie hat alles mit angehört. Lasst mich mit ihr sprechen. Jetzt nicht. Auf dem Weg gibt es genug Zeit, mit ihr zu sprechen, in Ordnung? Hey, du bist in dieser Gruppe hier. Verflixt. Was zum... Ach, Oh, die do. Oh, mein Einheit kann ich wechseln? Ich komme mir fast schon so vor wie in Chrono Cross. Oh, cool. Ranulf hat auch überlebt. Das war eine Frage. Einheit kann ich wechseln? Oh, wir kommen zu Einheiten, die wechseln können. Das ist ja toll. Die Falkenarmee, Gral, Söldner und Silber. Ach so, das ist... Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab sowas von keine Ahnung, wer gegen was kämpfen wird. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich habe nur eine Ahnung, dass ich vielleicht wirklich... Moment, ich gucke einfach mal, wer wechseln kann. Ja, okay, die können ohnehin nicht wechseln. Kann ich wechseln? Kann wechseln! Kann wechseln, ab sie können alle wechseln. Ich habe das Gefühl, ich sollte eine kleine Durchmischung durch die vonstatten viel gehen lassen. Ich habe... Moment. Duppidupp. Also, am liebsten würde ich jetzt einen Cut machen bis zur nächsten Folge und mir erstmal Gedanken machen, ohne dass es jetzt langweilig wird. Also, gehen wir es mal so an. Ich habe keine Ahnung! Mein Mann! Wobei, ich muss mir nochmal angucken, weil mir Nikita Akash hier geschrieben hat, in welche Gruppe ich Heather packen soll. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Was würde ich nur ohne Nikita Akashia machen? Also, was hat sie mir gesagt? Und zwar, einerseits soll Heather in der Ike-Truppe bleiben. Wahrscheinlich, es hat irgendwas mit zu tun, was sie klauen kann später. Oder ausbuddeln kann. Dann, was hat sie geschrieben? Sollte ich Nefine und Aran, Moment, ich guck grad nochmal, in die Gruppe 3 reinpacken. Offensichtlich ist das hier Gruppe 3. Kleinen Moment, ich guck mal. Laura, Aran und Nefine in der Gruppe Nummer 3. Wahrscheinlich liegt's daran, weil Aran... ja, gewisse Vorzüge hat, was das Tanken anbelangt, was er bei mir nicht wirklich hat. Aber egal, Laura kommt zu ihm, weil die Beziehung soll gerne bestehen bleiben. Mit ihr habe ich dann auch noch eine schöne Magierin und Heilerin in der ganzen Truppe mit dabei, von daher paar Stehs. Um die Offensivkräfte auch ein bisschen weiter zu verbessern, habe ich Edward auch hier reingepackt. Okay, den muss ich noch trainieren. Und es ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, wenn ich ihn mit Nullen auseinanderreiße. Aber, da Nullen sich bei mir wirklich wie eine Wurst entwickelt hat, ohne die passende Pelle dazu und ohne die passenden Muckis, und Boyd der wesentlich bessere Nolan ist, hust hust, denke ich mir, ich muss irgendwann mal eine andere Beziehung aufbauen. Und da ich Nefine im Grunde auch mit Brom auseinandergezogen habe, Brom habe ich jetzt erstmal mit in diese Truppe hier gepackt, habe ich mir gedacht, ich mache das so, dass ich die beiden dann die Beziehung aufbauen lasse. Ich habe mir den Kopf ein bisschen drüber zermattert, wem will ich Beziehung aufbauen lassen, ob das jetzt die beste Kombination ist zwischen einem Lichttypen und einer Windtussi, ich weiß es nicht, ob dafür beide irgendwas Sinnvolles bei rumkommt. Ich meine, für Edward wäre eigentlich eher ein Erdtyp besser, weil, wie heißt es, ausweichen und sowas. Aber mei, das muss dann eben so gehen. So, nächste Truppe. Volux sollte ich auch hier drin lassen, wegen eines geheimen Dialogs oder irgendeiner Nachricht oder sowas in der Richtung. Ansonsten habe ich mir überlegt, ob ich die drei grünen Brüder auseinanderziehe oder vielleicht dann doch ihren Vorteil mal benutze. Ich bleibe dabei, ich benutze es. Mia bleibt auf jeden Fall in der Ike-Truppe, weil sie die Beziehung hat. Alia habe ich jetzt noch als Heilerin mit dabei, die kann ja auch nicht da raus. Und Gatri als Tank lasse ich jetzt auch nochmal drin. Also Daftan vielleicht oder Danvet als... ich habe einfach mal von hier hinten hier rüber gespuckt. So, ja, meine Sorgentruppe mehr oder weniger. Gut. Sophie ist bald so weit, dass er ein gutes Level-Up hat. Okay, Skrimir ist auch dabei. Das heißt, der wird mir wahrscheinlich so eine Art Joker-Einheit sein. Ich habe Riss von der Grall-Truppe hier rüber gesteckt, damit hier auch zumindest ein Heiler mit dabei ist. Er kann auch ein bisschen Magie, aber gut, nicht besonders gut. Ja, ansonsten habe ich hier mal ein Powerhouse Darahan reingesteckt. Ja, sozusagen der Colt für alle Fälle, der mit seinem Wyvern-Jeep über alle Hindernisse hin drüber springen kann. Und hoffentlich das Zünglein an der Waage ist. Und ja, Brom als weiteren Tank, der nicht allzu gut gelevelt ist, aber vielleicht holen wir es nach. Ich weiß es noch nicht, ob ich die beiden nochmal zusammenstecke. Ich weiß es gerade auch wirklich nicht, ob diese Truppe hier so ganz viel Sinn macht,
ob ich hier ein bisschen Power aus der Truppe noch hier rüber stecken soll und das ein bisschen besser durchmische. Nikita Kasia sagt mir aber auf jeden Fall, dass die Gruppe 3 für Mission Nummer 5 ordentlich viel Power braucht. So, ansonsten werde ich diesen Speicherpunkt einfach mal lassen für den Fall der Fälle, dass ich entweder später irgendwann entdecke, dass es nicht mehr weitergeht mit Truppe 1 oder ihr mir irgendwas dazu anderes sagt. Jede Gruppe geht eine andere Strecke, aber euer aller Ziel ist dasselbe. Es ist der Turm der Weisung in der Mitte jenes Landes, das ihr Benyon nennt. Macht euch sofort auf den Weg. Ich hoffe, dass ich euch dort alle wiedersehe. Ich warte auf euch. Ihr wartet? Ihr kommt nicht mit uns? Wir werden uns am Turm wiedersehen. Oh mein Gott, ich verliere Mikaya. Ein Vogel? Juni, dann muss sie also... Was? Ach so, wir bekommen doch Mikaya wieder. Yay! Mikaya! Nur der Vogel hat sie verlassen. Mikaya! Oh, hallo, Sophie! Ah, stimmt, ihre Augen sind jetzt tatsächlich wieder golden und nicht mehr rot. Du bist wieder du. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Hey, wenn dieser Vogel Juni war, wohin ist sie dann eben geflogen? In ihr Nest! Wohin genau? Das weiß ich nicht, aber sie sagte, dass sie auf der Suche nach etwas ist. Und lässt uns allein? Was denkt sie sich dabei? Wenigstens wissen wir, was wir zu tun haben. Lasst uns zum Turm aufbrechen. Bitte gebt mir eine Minute, bevor wir aufbrechen. Prinz Kurt bat mich, diese hier unter den Sirenes zu verteilen. Oh, Lutschkiesel. Das sind Sandsteine, oder? Sandsteine. In der Tat. Es ist ein glücklicher Umstand, dass in jeder der drei Gruppen einer der Sirenes ist. Oh, welch Zufall! Wobei ich sagen muss, wollte ich eben gesagt haben, wenn ich an der Macke an dieser Stelle wäre, ich hätte sie tatsächlich auch jeder Gruppe ein Sirenes gegeben. Vielleicht einen anderen, aber nun gut. König Tiban, würdet ihr diesen bitte Prinz Rayson geben? Hervorragend. Über die Steine können wir mit den anderen Gruppen kommunizieren. Gute Idee. Königin Nyla, bitte gebt diesen Prinz Raphael. Das werde ich. Und der letzte ist für Prinzessin Liane. Sie ist in meiner Gruppe. Ich werde ihn ihr geben. Heute habe ich es nicht so mehr im Vorlesen. Na gut, wir sind startbereit. Wir sehen uns am Turm. Ja. Wir sehen uns am Turm. Hoffentlich. Am Sendeturm. Am Fernsehturm. Oh, hinterlässt Spuren? Ike! Mann, hat der ein langes Teil dabei! Da wir in unterschiedlichen Gruppen sind, Gott sei Dank, muss ich dir etwas sagen, bevor wir aufbrechen. Es ist wichtig. Es geht um General Selgius. Sei vorsichtig, Ike. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, ist er dein Feind. Was meinst du damit? Ich hatte... Naja, er ist es. Er ist der Schwarze Ritter. Was?! Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Selgius ist der Schwarze Ritter. Als wir den Fluss überquerten, wurde mir das bewusst. Das kann nicht sein. Ich wollte es dir ohne Beweise zunächst nicht sagen, aber wir haben keine Zeit mehr. Ich hätte es dir eher sagen sollen. Es war General Selgius, der meinen Vater getötet hat. Ich bezweifle, dass Selgius ebenfalls zu Stein wurde. Sei vorsichtig, Ike. Vielleicht lauft ihr euch über den Weg. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, das würde erklären, warum er so eine harte Sau ist, aber... Warum? Selgius, der Schwarze Ritter. Mann, er ist ja auch noch so jung. Oh mein Gott. Okay, das lassen wir jetzt. Speichern wir das einfach mal. Hier, das ist noch 12, da speichern wir jetzt mal drüber. Im Prolog. Wie auch immer der jetzt geheißen hat, ich hab geschrieben. Die Göttin der Ordnung ist erwacht. Ihr gerechter Zorn hat fast alle Kämpfer auf den Schlachtfeldern zu Stein werden lassen. Dann müssten wir ja einfach durchkommen. Einfach an den Statuen vorbeischleichen. Wir können uns ja auch grau anmalen. Auch June, die Göttin des Chaos, schläft nicht länger. Aus Lerans Medaillon befreit, rät sie Ike und seinen Begleitern, in drei Gruppen geteilt zum Turm der Weisung vorzudringen. Ich frage mich ja, ob der Vogel... Mikayas ständiger Begleiter Sothe hat sich ihr wieder angeschlossen. So auch General Skrymir, Nesala und Prinzessin Liane. Die Truppe wird durch Hohepriesterin Sanaki, ihre oberste Leibwächterin Sigrun und einige andere Mitstreiter verstärkt. Mikayas Truppe entschließt sich, sich vom Süden her dem Turm zu nähern und sieht so nach Benyon. Bis auf die Geräusche einiger Wildtiere ist ihr Pfad von einer unheimlichen Stille gesäumt. Sie ziehen durch die Einöde, die sich wie ein gewaltiges, verlassenes Mahnmal an den Krieg vor ihnen erstreckt.
Und damit starten wir in den Prolog des vierten und letzten Teils von Fire Emblem 10, der Name des Chaos. Dann, was ich mich jetzt frage, ist, ob Yune zufällig, also ob der Vogel schon vorher quasi die Göttin des Chaos gewesen ist, oder ob der Vogel einfach nur zufällig Yune heißt und von der Göttin des Chaos quasi beseelt wurde, nachdem sie aus dem Medaillon freigelassen wurde, weil der Vogel eben da war. Gesegnete Diener der Göttin, ich habe schlechte Neuigkeiten für uns. Der dunkle Gott ist erwacht. Sein Zorn hat alle zu Stein werden lassen. Wir alle wurden versteinert. Doch sind wir heute hier versammelt, denn die Göttin hat uns unser Fleisch und Blut zurückgegeben. Warum, fragt ihr? Weil wir die Auserwählten sind. Also vorwärts, Getreue der Ordnung. Bringt das gerechte Urteil der Göttin über den dunklen Gott und jene, die ihn anbeten. Natürlich wurden die als einzige nicht versteinert. Ist klar. Ja, da muss es einen Blutpakt oder sowas geben. Oder irgendeinen Grund, weswegen das der Fall ist. Na gut, Leute, verbringen wir die Nacht in dieser Stadt. Ruht euch also aus und bereitet euch auf morgen vor. Morgen ziehen wir in die Schlacht und dann gewinnen wir mehr Macht. Hm, mir gefällt die Luft hier nicht. Sie fühlt sich etwas zu unberührt an, zu sauber. Was ist das für ein Ding unten? Dieses Pixel-Ding? Schon meine reine Anwesenheit scheint sie zu beschmutzen. Ach so, das ist ein Schmutz da. Oh Mann, wieder Grafikfehler. Oh Scheiße, im Moment, ich muss kurz nachgucken, was. Was hast du gesagt, Nezahla? Nichts, Lian. Nichts, Lian. Ich rede nur mit mir selbst. Moment. Wollt ihr das Abendbrot mit uns teilen, Nestling? Es würde für drei reichen. Ja, Lutsche, ich sagte doch, nenn mich nicht Nestling. Ich bin nicht mehr das Kind, das du immer umsorgt hast. Kümmere dich einfach um Lian. Ich brauche kein Kindermädchen mehr. Oh, er hat seinen schönen Mantel auseinander. Achso, ist seine Flügel. Sah aus wie Graf Dracula auf seinem. Hey, guck mal, was ich dort einen Baumeln abtrippt. Nezahla, ihr Verräter! Ihr habt euch gegen eure Art gewendet! Natürlich, ihr habt recht. Also los, reißt mich in zwei, ich verdiene es. Ihr denkt wohl, ich werde es nicht tun! Für die Leiden meiner Gefährten werdet ihr bezahlen! Kleinen Moment. Warte. Ach so, wartet! Ihr solltet Nezahla nicht schikanieren. Schikanieren? Dieser Wurm hat der Allianz Lagus den Untergang beschert. Aber Nezahla leidet auch. Er leidet sehr. Er... Lian, ich fände es gut, wenn ihr aufhörtet, in meine Seele zu sehen. So etwas geziemt sich nicht. Nezahla leidet. Er hat noch lange nicht genug gelitten. Das können wir aber ändern. Oi. Na gut, er kann auch wegfliegen. Bitte fügt meinem jungen Herrn kein Leid zu. Nehmt mich statt anstatt seiner. Aus dem Weg, verlauster Vogel, oder du teilst das Schicksal deines Herrn. Oh oh, jetzt muss Link kommen und Gendorf zügeln. Wartet, Skrimir. Nealucci, Lian, aus dem Weg. Jetzt, vermaledeiter Löwe. Oi. Ihr lauft fort. Ihr seid nicht mein Verräter, sondern auch ein lebender Feigling, Nezahla. Verzeiht, aber ich hab's mir anders überlegt. Es gibt jemanden, der meinen Kopf noch lieber möchte als ihr. Ich würde mich von euch töten lassen, dann findet er womöglich nie eine Gelegenheit, seinen Zorn ganz praktisch auszudrücken. Mich hat sowas von verlesen, oder? Naja. Oh, er ist wieder auf dem Boden der Tatsachen. Das stimmt. Theban hat mehr Gründe und damit das Vorrecht. Er darf euren Verrat bestrafen. Oh, ihr zieht schon ab? Das überrascht mich jetzt aber schon ein bisschen. Wird euch eure Rolle als heißblütiger Prinz der Raubtiere etwa zu viel, Skrimir? Kennt ihr den Weisen Rat, reizt keinen Löwen, König der Raben? Ist er weg? Meine Güte, als ich seine Augen sah, dachte ich, er würde uns alle sofort verspeisen. Ich meine, kleinen Moment. Das war sehr mutig, Nezahla. Ja, das kann man so sagen. Ich bin ja immer noch dafür, glaube ich, dass er einen Blutpakt hat und deswegen so handelt, wie er handelt, aber vielleicht erfahren wir das irgendwann mal. Und beim nächsten Mal geht's weiter von Let's Play Fire Emblem 10 Radiant Dawn. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.